Auf dem Weg zu einer globalen Universität für das 21. Jahrhundert. Wir sind heute hier in Corona-Zeiten zusammengekommen, um ein wichtiges Ritual im Leben unserer Universität zu vollziehen. Und es fühlt sich immer noch eigentümlich an, dies in einem nach Corona-Regeln besetzten Hörsaal zu tun. Auch, dass wir uns im Anschluss an den Festakt nicht alle entspannt zusammenfinden und uns austauschen können, um diesen wichtigen Tag ausklingen zu lassen, empfinde ich als schmerzlich. Ich werde versuchen, dies durch persönliche Gespräche nachzuholen. Umso mehr danke ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, Herr Staatsminister, Herr Oberbürgermeister, den Rektorinnen und Rektoren unserer befreundeten sächsischen Hochschulen und Universitäten, den Mitgliedern des Hochschulrates und seiner Vorsitzenden, den Altmagnifizenzen, den Mitgliedern des erweiterten Rektorates, den Mitgliedern unseres Senates, den Spektabilitäten unserer Universität sowie allen Mitgliedern der Universität hier im Saal, aber auch im Livestream, dass Sie dabei sind. Versehen nun mit den Insignien des Amtes der Rektorin der Technischen Universität Dresden und nicht mehr ganz politically correct mit Hermelin, aber es ist dem historischen Gewicht dieses Gewandes zu schulden, stehe ich hier vor Ihnen in Demut und mit Tatkraft im Angesicht der großen Aufgabe, die mir zunächst vom Senat der Technischen Universität Dresden übertragen und dann durch den Staatsminister bestätigt wurde. Der Talar und die Amtskette sind für mich weniger Zeichen der Macht, die Insignien der Macht, als Zeichen der mir übertragenen Verantwortung für die gute und erfolgreiche Weiterentwicklung unserer TU Dresden und ihrer fast 40.000 Mitglieder, sowie für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Campus. Diese Insignien sind auch Symbol der nun fast schon 200-jährigen Geschichte, Kollege Modler sprach es an, unserer Universität und der außergewöhnlichen Leistungen vieler meiner Vorgänger, an die ich hoffe, anknüpfen zu können. Ich freue mich deshalb sehr, dass Altmagnifizenz Hans Müller-Steinhagen heute anwesend ist, und ich möchte mich ganz herzlich für Ihr hervorragendes Wirken während der letzten 10 Jahre bedanken. Sie haben gemeinsam mit den Mitgliedern der Universität eine exzellente Ausgangsbasis geschaffen, von der aus wir im neuen erweiterten Rektorat die Zukunft der TU Dresden erfolgreich weiter gestalten können. Die TU Dresden ist als Exzellenzuniversität eine der führenden Hochschulen in Deutschland und auch global betrachtet unter den Top 200 Universitäten von 1.000 weltweit gerankten. Die Universität als solche, oder besser die Universitas, formte sich als Institution Anfang des 11. Jahrhunderts in Italien, um der Gesamtheit und der Gemeinschaft der Wissenschaften, der Künste, der Lehrenden und der Lernenden einen institutionellen Rahmen zu geben. Man denkt selten darüber nach, aber diese Universitas hat inzwischen als Konzept und Institution fast ein Jahrtausend an Menschheitsgeschichte überlebt. Und ich wage die These, weil sie sich als wichtiger gesellschaftlicher Produktivitäts- und Innovationsmotor bewährt hat. Sie hat aber wahrscheinlich auch deshalb überlebt, weil sie sich als Institution mit den historisch geprägten und wechselnden gesellschaftlichen Herausforderungen und Anforderungen auseinandergesetzt und jeweils Antworten entwickelt hat. Diese historischen Prägungen haben sich dabei zweifellos dann jeweils auch auf das Selbstverständnis
und die institutionellen Rahmenbedingungen der Universitäten ausgewirkt. Nun leben wir im 21. Jahrhundert, das seine eigenen Herausforderungen und gesellschaftlichen Konstellationen an die Universitas heranträgt. Ich komme später darauf zurück. Ich trete dieses Amt an in einer außergewöhnlichen Zeit. Eine Zeit, die geprägt ist durch die Erschütterung erprobter Verfahrensweisen und Lösungswege. Geprägt ist durch die Notwendigkeit zum Umdenken und Neudenken und zur Etablierung neuer Routinen. Ich meine, das bietet viele Chancen für die weitere Entwicklung unserer Universität. Es stellt aber auch eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar: die Lehrenden, die Lernenden, die Verwaltung und die Entscheidungsträger. Ich möchte deshalb an dieser Stelle und ausdrücklich allen Mitgliedern der TU Dresden für ihren herausragenden Einsatz im zu Ende gehenden Sommersemester 2020 von ganzem Herzen danken. Gleichzeitig läuft die Uhr ungebremst im Exzellenzwettbewerb weiter. Sie wurde nicht verlangsamt. Sie läuft auch weiter im Wettbewerb um die Zukunftscluster, die Gesundheitszentren, im Wettbewerb um die besten Studierenden und die besten Forschenden und Lehrenden. Und all dies müssen wir erfolgreich bewältigen unter in der Diskussion befindlichen finanziell eingeschränkten Bedingungen. Exzellente Forschung und Lehre aber brauchen Kontinuität, um das Niveau zu halten oder gar weiterentwickeln zu können. Sie lassen sich nicht beliebig hoch und runterfahren, ohne Qualitäts- und Produktivitätsverluste. Dies betrifft das Baugeschehen auf unserem Campus. Wir müssen alles tun, um die gefährdeten EFRE-Mittel doch noch für den TUD-Campus zu nutzen und die Planungen für das im Exzellenzantrag versprochene Projekthaus Zukunft voranzubringen. Es betrifft den Zukunftsvertrag für die Sicherung der Qualität in der Lehre. Hier müssen tatsächlich Mittel eingestellt werden, die es uns erlauben, unsere Pläne zur Qualitätssteigerung der Lehre zu realisieren. Ich werde das gleich noch ausführen. Und schließlich natürlich der nächste Doppelhaushalt zur Grundfinanzierung unserer Universität. Beschneidungen dieser Grundfinanzierung für die nächsten 2 Jahre, und ich will es hier klar sagen, werden unsere Chancen im nächsten Exzellenzwettbewerb schwer belasten. Die Herausforderung für die gewählten VolksvertreterInnen und die Regierung des Freistaats wird es in den nächsten Wochen sein, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Sie sagten es, Herr Ministerpräsident. Um bei finanziell eingeschränkten Möglichkeiten aufgrund des reduzierten Steueraufkommens die Produktivität und die Innovationskraft des Freistaates Sachsen zu sichern. Ich wünsche Ihnen dabei aufrichtig eine glückliche Hand. Die Tatsache und die Konsequenzen der Corona-Pandemie verweisen gleichzeitig auf eine grundsätzliche Realität des 21. Jahrhunderts, nämlich die globale Vernetzung, in der wir alle leben. Globale Bezogenheit birgt Risiken, aber auch viele Chancen. Denn wir leben in einer Zeit, die geprägt ist durch Herausforderungen, die nur global bewältigt werden können, wie beispielsweise der Klimawandel, die Ressourcenverknappung auf unserem Planeten, aber auch die Realität und die Folgen des demografischen Wandels oder die weltweit beobachtbaren populistischen Tendenzen, die eine freiheitlich-demokratische Rechtsordnung bedrohen. In diesem Sinne ist es meines Erachtens die jetzt anstehende Herausforderung der TU Dresden, sich zu einer global bezogenen und gleichzeitig regional verankerten Universität für
das 21. Jahrhundert zu entwickeln. Eine Exzellenzuniversität, die an vorderster Linie der Erkenntnis und der Kompetenzentwicklung steht, ist ideal geeignet, diese globalen Herausforderungen aufzugreifen und gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen AkteurInnen dafür Lösungen zu erarbeiten. Wissenschaft ist von jeher transnational, hat sich schon immer über nationale Grenzen hinweggesetzt, um so zum Erkenntnis- und Kompetenzfortschritt der Menschheit beizutragen. Es ist mein Ziel, die Technische Universität Dresden noch stärker an dieser globalen Bezogenheit zu orientieren und weiterzuentwickeln. Meine zwei übergeordneten Ziele für die nächsten 5 Jahre sind, den Exzellenzstatus der TU Dresden gemeinsam mit allen Mitgliedern unserer Universität durch die Stärkung hervorragender Forschung und forschungs- und zukunftsorientierter, qualitätvoller Lehre erneut zu erringen, um weiterhin zu den 5 besten Universitäten in Deutschland zu zählen. Dieses vordringliche Ziel ist eingebettet und wird meines Erachtens befördert durch das 2. Ziel, die TU Dresden zu befähigen, sich hin zu einer globalen Universität für das 21. Jahrhundert zu entwickeln. Im Rektoratsteam, das ich Ihnen gleich im Anschluss vorstellen werde, wollen wir diese beiden großen Ziele in 7 Unterzielen näher kommen. Und nur keine Angst, es geht schnell. Erstens, wir wollen mit breiter Interdisziplinarität auf Augenhöhe unsere Exzellenz in der Forschung vorantreiben und Chancen schaffen für weitere Exzellenzcluster-Anträge, die wir brauchen für die nächste Runde. Die TU Dresden hat mit ihrem reichhaltigen Disziplinenspektrum exzellente Voraussetzungen, genau zur Lösung der globalen Herausforderungen, die ich gerade nannte, beizutragen. Und wir möchten im Rektorat Rahmenbedingungen entwickeln und schaffen, die disziplinenübergreifendes Forschen und Lehren noch stärker befördern, aber auch einfordern. So bereiten wir den Boden für neue kreative Verknüpfungen, die unsere Exzellenz weiter stärken werden. Dazu ist es unter anderem nötig, diese breite Interdisziplinarität und auf Augenhöhe zu realisieren. Das heißt, unter gleichberechtigten Bedingungen für die beteiligten Disziplinen. Aber es ist auch nötig, die Forschungsbreite der TU Dresden als fast Volluniversität zu erhalten und zu verdichten. Und schließlich durch kreative Ideen und noch größere Aufmerksamkeit und Effizienz im Wettbewerb, um die besten Köpfe erfolgreich zu sein. Zweitens, die Lehre. Die Lehre an unserer Exzellenzuniversität muss ab dem 1. Studienjahr geprägt sein durch einen starken Forschungsbezug. Bildung an der TU Dresden soll aber nicht nur zu hoher Fachkompetenz führen, sondern auch dazu beitragen, dass unsere AbsolventInnen die Komplexität der Probleme der Gegenwart und Zukunft durchdringen können, dass sie kritisch reflektieren, offen und eigenständig denken und die globalen Dimensionen lokalen Handelns erkennen und Verantwortung übernehmen können. Weiterhin möchten wir die TU Dresden attraktiv machen für neue Gruppen von Studierenden. Studieren kann im 21. Jahrhundert nicht mit Ende 20 aufhören. Es sollte selbstverständlich für uns sein, dass man auch in den 30ern, den 40ern, den 50ern einen neuen Abschluss erwerben oder einen vorhandenen Abschluss auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen kann und ehrlich gesagt muss. Hierzu müssen wir die richtigen Angebote und Studienformate entwickeln und unsere Lehrenden dabei unterstützen, für und mit diesen neuen Studierenden Lehre zu gestalten. Drittens, Internationalität und Weltoffenheit auf dem Campus sollen weiter wachsen. Eine globale Universität für das 21. Jahrhundert erfordert starke internationale Präsenz auf dem Campus und hohe internationale Vernetzung sowie Sichtbarkeit. Hierzu ist ein schrittweiser kultureller Wandel in Lehre, Forschung
und Verwaltung unerlässlich. Wir wollen dabei versuchen, alle Mitglieder der Universität mitzunehmen. Eine kleine Bemerkung am Rande: Es spielt dabei auch keine geringe Rolle, dass man von Dresden aus die Welt und dass die Welt Dresden gut und einfach erreichen kann. Viertens, die TU Dresden als zivilgesellschaftliche Akteurin. Für die Universität im 21. Jahrhundert hat sich eine weitere Aufgabe noch klarer konturiert, als dies in den vergangenen Jahrzehnten schon der Fall war. Die Universität hat heute eine Verantwortung, auch als gesellschaftliche Akteurin aktiv zu werden. Wir wollen dies tun zur Stärkung unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung, aber auch im Hinblick auf die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir werden interessante, niederschwellige Angebote in der Stadt und im Land entwickeln, um die neuesten Forschungsergebnisse zugänglich, greifbar und nutzbar zu machen. Beispielsweise ist es uns ein großes Anliegen, den vor uns liegenden Strukturwandel in der Lausitz durch innovative, aber auch verträgliche und nachhaltige Ideen aus der Wissenschaft zu unterstützen, zu begleiten und voranzubringen. Die TU Dresden wird weiterhin durch Ehrenamtstage sichtbarer werden, die unsere MitarbeiterInnen in Projekte einbringen können, die die tägliche Lebenswelt der Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt Dresden verbessern. Zweifelsohne wird die TU Dresden sehr bestrebt sein, ihre Patentanmeldungen und Ausgründungen weiter auszubauen, um auch so zur Entwicklung unseres Freistaats beizutragen. Fünftens. TU Dresden will sich entwickeln zur lernenden Organisation und ihre Möglichkeiten als moderne Arbeitgeberin ausschöpfen. Die TU Dresden ist die drittgrößte Arbeitgeberin in Sachsen und die größte Arbeitgeberin der Stadt Dresden. Als eine moderne Arbeitgeberin sehen wir die TU Dresden in der Verantwortung, Arbeitsumgebungen zu gestalten, Karrierewege vorzuschlagen, die in allen Wirkungsbereichen zur Potenzialentfaltung und dem Wohlbefinden der Beschäftigten beitragen. Wir verstehen die TU Dresden als lernende Organisation, die aktuelle Forschungsergebnisse in die eigene organisationale Entwicklung einfließen lässt. Ganz im Sinne eines Reallabors werden wir beispielsweise den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen an der TU Dresden noch weiter vorantreiben und weiter innovative Lösungsansätze erarbeiten und auch bei uns selbst erstmal umsetzen. Aber auch die Ergebnisse moderner Arbeitswissenschaft in unserem Organisationsmanagement berücksichtigen. Sechstens, Perspektivenvielfalt kultivieren und ausbauen. Ein Ziel. Wir möchten dazu beitragen, dass an der TU Dresden unterschiedliche Perspektiven, die sich beispielsweise aus unterschiedlicher fachlicher Expertise, der jeweiligen Geschlechtsidentität, der Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe, dem Sozialisationshintergrund und auch aus einem Leben mit körperlichen Einschränkungen ergeben. Diese Vielfalt wollen wir nicht nur tolerieren und akzeptieren, sondern sie schätzen, fördern und daran arbeiten, dass die Perspektivenvielfalt weiter wächst. Wenn es uns gelingt, durch Offenheit und Wertschätzung den richtigen Rahmen für diese Vielfalt zu schaffen, entsteht hieraus, so meinen wir, ein wichtiger Motor für die Weiterentwicklung von Forschungsexzellenz und Innovation an der TU Dresden. Kein Hindernis, sondern ein Beförderer, die Perspektivenvielfalt. Und siebtens, Digitalisierung umsetzen. Schließlich werden wir unsere Ziele nicht erreichen können, ohne die Nutzung der Digitalisierung für die Entlastung von Forschenden, sodass sie sich noch besser auf ihr Kerngeschäft, weitere exzellente Forschung und Ideen konzentrieren können. Wir können sie nicht erreichen, ohne die Nutzung und Optimierung innovativer, digitaler Lehr-, Lern- und Prüfungsformate. Wir können sie auch nicht erreichen ohne Effizienzsteigerungen in unserer Verwaltung, in unseren Verwaltungsabläufen. In einem Satz, die Digitalisierung von Forschung, Lehre und Verwaltung ist in ihrer Rolle für die erfolgreiche Umsetzung unserer Ziele nicht zu überschätzen.
Glücklicherweise haben wir zwei wichtige Ressourcen, die uns bei der Umsetzung unserer 7 Unterziele begleiten und unterstützen. Und hier rede ich noch gar nicht von unserer Hochschulratsvorsitzenden. Das ist zum ersten Dresden-Konzept. Die Allianz der Dresdner wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen ist eine unbändige Stärke, die wir gemeinsam mit den Partnern erhalten wollen, neu beleben wollen und noch ausbauen möchten, um ihre Potenziale weiter zur Blüte zu führen. Und zum Zweiten dann der Dresden Spirit. Er wurde schon erwähnt. Auf dem Weg zu einer globalen Universität für das 21. Jahrhundert wollen wir im neuen erweiterten Rektorat Wertschätzung, Offenheit, Transparenz und Partizipation zu unseren Leitlinien des Dresden Spirits machen und unser Handeln im erweiterten Rektorat an diesen Leitlinien messen lassen. Ein wertschätzendes Miteinander, das geprägt ist von Respekt und Zugewandtheit, erfordert Offenheit und lässt unsere universitäre Gemeinschaft auch bei unterschiedlichen Meinungen näher zusammenrücken. Den Rahmen dafür bilden die Transparenz von Prozessen und die Teilhabe an der Entwicklung der Universität für alle ihre Mitgliedsgruppen.